Hallo, liebe Leute des guten Geschmacks. Weiter geht's hier mit Two Point Campus in Breaking Point. Wir haben einiges vor weiterhin. Und wir stehen kurz davor, dass wir Stufe, nicht Stufe 2, sondern Stern Nummer 2 kriegen. Wir brauchen nämlich nur noch Clubs der Stufe 5, ein einziges Mitglied. Dann haben wir es geschafft. Der Wunsch nach einem Palpetition-Automat ist da. Na, dann werden wir den mal platzieren, den Palpetition-Automaten. Ich habe nur noch keine Ahnung, wo. Hier wäre das ja vielleicht ganz gut. Hier ist auch noch Platz. Ach, hier bin ich aber mal überlegen, ob wir noch eventuell, obwohl Toiletten sind hier drüben. Trotzdem würde hier vielleicht noch einen Raum hinpassen. Dann werden wir den Palpetition-Automaten da hinstellen. So, haben wir gemacht. Einer reicht, wir wollen mal nicht übertreiben hier, Kinders. Okay, das haben wir. Mein Wunsch wäre auf jeden Fall, erstmal ein neues Forschungsprojekt hier starten. In der letzten Folge habe ich das nämlich nicht gemacht. Wir werden hier teuflische Quartz mal starten. Dadurch kriegen wir 25.000 Bonus. Das ist ganz gut. Was ist eigentlich mit dir hier? Was hast du für ein Problem? Du denkst, Schlafsaal, Prestige Stufe 5 ist ein persönliches Ziel. Aha, 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 aha. Ich habe keine Ahnung, was du möchtest. Bibliothek, Orientierung zu weit weg. Oh. Dann sollten wir uns wirklich überlegen. Die Bibliothek ist ja hier unten. Obwohl, so weit weg ist es auch nicht. Also komm, übertreib mal nicht. Also das ist jetzt wirklich Luxusniveau, eindeutig. Ja, wir werden mal ein paar Weiterbildungen starten. Das haben wir ja auf jeden Fall in der letzten Folge gesagt, dass wir da was machen wollten. Jetzt muss ich mal den richtigen Reiter hier finden, mein Gott. Da, Weiterbildung. So, wir gehen mal in unser Hausmeister rein. Da sehe ich zum Beispiel, dass wir viele mit einem weiteren Reiter besetzen können. Nämlich mit Mechanik möchte ich gerne bei den Hausmeistern, dass sie so eine Doppelfunktion haben. Weiterbildung starten. Finde ich immer nämlich ganz gut. So. Mechanik. Yep. Und nochmal Mechanik. So. Und du sollst auch noch Standhaltung haben. So. Dann haben wir die Hausmeister. Dann fände ich es ganz cool, wenn wir bei den Leuten, die in der Fressmeile arbeiten, das sind alle die hier mit den Smileys, dass die dann, obwohl, wartet mal, hier, Bibliotheksverwaltung, da wäre es ganz cool. Ah, die können auch nur das machen, okay. Nee, das, dann finde ich das doof. Was haben wir hier? Inspirierende Reden? Wir hatten doch hier jemanden, der in der Forschung arbeitet. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Hier, Forschung. Wo bist du da? Macy. Macy Crossed. Das heißt, ich sollte Macy. Macy, 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 wo bist du hier? Auch meine Forschung weiterbilden. Das wäre vielleicht ganz gut, oder? Ach ja, so, Macy, Weiterbildung starten. Beim Rest muss ich jetzt mal gucken, weil ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir noch jemand Zweites sind für die Weiterbildung, für die Nachhilfe hatten. Ich glaube aber nicht. Nee, es war bloß einer in der Nachhilfe. Das heißt, wir können da auch einfach nur so weitermachen. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Inspirierende Reden. Motiviert Studierende härter zu arbeiten. Bringe Studenten durch die Macht der Sprache. Dramatische Pause und rhetorische Fragen dazu, härter zu arbeiten. Akademisches Training. Das bringt mir alles nichts.
Meine Meerschweinchen quieken hier. Die machen quick, 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 quick. Ist aber nicht das, was ich will. Ja, wir nehmen inspirierend reden. Komm. Weiterbildung starten. Und beim Rest auch inspirierende Reden. Inspirierende Reden. Und inspirierende Reden. Inspirierende Reden. Schweinis, sage ich euch, Schweinis. Und hier auch nochmal inspirierende Reden. So. Was mich nur stört, ist der hier oben, Alfie Kork. Den würde ich gerne ersetzen wollen. Haben wir denn jemanden, den wir da einsetzen könnten? Schlechte Körperhygiene. Kriegt ständig Durst. Ja, du bist perfekt. Dich nehmen wir. Nur Vorlesung, Nachhilfe, Forschung raus. Und dann Mitarbeiter. Und Alfie wird gefeuert. Ja. Alfie wird gefeuert. Weg da. Super. Okay. Sie bringen den Haben Kummer, wir das jetzt auch ich mal den ein bisschen Kasten. optimiert? Das Problem der Woche stammt von Bin ich hilflos in zufrieden? Hogsport und lautet, Hier ich hinten hat sitze man noch meinem Bart unsere fest, weil der Weiterbildung. Türgriff Genau, abgefallen hier ist. wird auch. Was soll ich jetzt tun? Na, die ist Nun, noch ich würde an nicht. Ihrer Stelle Doch, von ist schon auf Weiterbildung anonymen 3, Hilferufen Weiterbildungskapsel absehen 3 und abgegradet. stattdessen einen Freund Sehr oder gut. den Okay. örtlichen Behörden Dann haben wir ja doch kontaktieren. einige Viel schon Glück und so geschafft. weiter. Bin ich doch recht Die zufrieden. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Okay. Wunderbar. Wie geht's weiter? Hier haben wir hier gar keine Fressensachen? Doch. Okay. Dann können wir hier auf jeden Fall auch noch so ein paar Petition-Automaten packen. Ne, wir sind ja im falschen Reiter. Hier, paar Petition. Paar Petition, paar Petition. Ja, packen wir hier hin. Aber wieso sind denn hier Fenster? Die brauchen wir doch gar nicht. Verkaufen. Verkaufen. Fenster brauchen wir nicht. Hier brauchen wir keine Fenster. Fenster sind ausverkauft. So, Forschungsprojekt ist abgeschlossen. Ich würde gerne Neues noch weitermachen. So, was können wir denn? Neues Projekt starten? Mal gar nichts machen. Ist ja doof. Na gut. Bilanz sieht wie immer hervorragend aus. Wir brauchen immer noch diesen einen einzigen Studenten, der Stufe 5 bei den Clubs wird. Wir können ja mal gucken. Die sind jetzt schon Stufe 6. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt schon Stufe 6. Wollt ihr mich jetzt gerade veralbern? Oder brauchen wir den... Ah, nein, ich dachte, wir brauchen hier beim Powernap Club noch denjenigen. Ach, Mann. Dann müssen wir noch ein bisschen hier was hinstellen. Aber wir haben ja eigentlich haben wir genug hier hingestellt. Können wir hier vorne noch ein bisschen was hinmachen? Hier wollte ich eigentlich eine Toilette hinbauen. Machen wir das da hin. Eigentlich wollte ich da die Toilette hinbauen, aber da machen wir das hin. Dass wir hier ein bisschen vorankommen mit dem Powernap. Dann machen wir da auf jeden Fall auch noch ein Powernap-Schild irgendwie hier hin. Ja, das werden wir hier hinstellen. So. Und hoffen wir mal, dass wir dann in dieser Folge den Powernap-Club dann auch auf Stufe 5 bringen. So, Bajanin-Rate haben wir geschafft. Akademische Vortrefflichkeit sieht gut aus. Herzblatt.
Club Royal. Forschungsbeitrag. Wir haben sehr, sehr viel geschafft. Super Auszeichnung beendet. Wir können sofort ins neue Studienjahr starten. Das machen wir auch. Ich würde jetzt gar nicht großartig hier versuchen, irgendwas zu ändern. Bilanz ist hervorragend. Und dann geht's weiter. Okay. Hier hinten. Was machen wir denn hier hinten noch? Hier ist ja noch so ein freier Raum. Sollten wir mal gucken, wie viele Studenten wir haben. 133. Wir brauchen definitiv noch einen Schlafplatz hier. Probieren wir mal. Und stellen den noch mit hier hin. Obwohl, den werden wir mal... Wollen wir den umdrehen? Ne, wir lassen den so. Das ist okay. Haben wir jetzt alle geschafft. Stufe 24, super. Ich bin euer Moderator und sage Hallo. Und dann können wir hier vorne auch noch so eine kleine Fressecke machen. Ja doch, das sieht ganz gut aus. Was wir hier vorne auf jeden Fall auch machen könnten, wäre ein bisschen Unterhaltung, Spannung, Spiel und Spaß. Da. Dann werden wir es mal so machen. Ja, wir machen hier einen Crazy Taxi Automaten hin und da auch. Was ist mit dir? Hast du den Wunsch? Möchte einen Club beitreten? Na, kannst du doch. Ich halte euch alle nicht auf. So weit weg ist das doch hier alles gar nicht. Verstehe ich nicht. Aber gut. Ich muss das auch nicht verstehen. So, Essen und Trinken können wir noch ein bisschen hinstellen. Da werden wir hier auf jeden Fall noch einen Wasserspender hinpacken. Hier neben auch noch. Hier vorne würde ich noch ein paar Freundschaftsbänke hinpacken. Und zwar einmal da. Und einmal da. Ja, das sieht ganz gut aus. Vielleicht sogar noch ein Stückchen rüber. Nee. Ist so okay. Und dazwischen hätte ich gerne so einen Snacktisch hier. Super. So gefällt mir das. Und damit es dann natürlich auch mal ein bisschen hübscher aussieht, werden wir da hier ein Bild hinmachen und da ein Bild hinmachen. Sehr hübsch. Und eine süße Lichterkette mit Herzen drüber. Wunderschön, Leute, sage ich euch. Wunderschön. Harrison Wolf auf Two Point Radio. So, wie sieht's denn da aus? Können wir mal gucken. Ja, Temperatur zu warm. Wer hätte das gedacht? Temperatur ist zu warm. Ich bin Harrison Wolf und ich bin wie immer hier bei Radio Two Point, um aus dem Nähkästchen des Countys zu plaudern. So. Ich bin besonders gut ausgeschlafen, also wird es heute richtig munter zugehen. Hier drüben war schon gut gewesen. Da. Super. Lassen wir so. Das gefällt mir. Hier überlege ich noch wegen Teppich. Können wir mal gucken. Was haben wir hier für einen Teppich? Was nehmen wir hier für einen Teppich? Ja, den Teppich nehmen wir. Der gefällt mir ganz gut. Bilanz ist hervorragend. Trinken wird hier gewünscht. Na, ihr habt doch eigentlich hier genug zu trinken. Also nun meckert mal hier nicht rum. Krank sein stört das Studium. Also lasst euch gesund pflegen und dann zurück an die Arbeit. So. Wir haben so Spaß. Das gefällt mir auch. Dann würde ich sagen, machen wir hier aber noch ein Telefon hin.
Zack. Bisschen hier drüben. Hier werden wir mal noch ein paar Fenster anmachen. Das sieht sonst so traurig aus. So. Ja. Können wir so lassen. Finde ich ganz gut. Dann machen wir hier noch Automaten hin. Einmal da. Einmal da. Das Automaten geht auch immer. Und zur Unterhaltung. Ah, schade, das passt gar nicht dazwischen. Passt auch nicht. So ein Schrank passt dahin. Oder? Wir machen den Diamanten. Viel cooler, der Diamant. So, das haben wir auch alles. Das heißt, wir sind gut mit dabei. Aber der Nap-Club hier unten. Da, Stufe 4. Ist gleich Stufe 5. Okay. Super. Ja, du kannst da reinspringen. Spring da rein. Komm. Ja, und. Spring rein. Komm, du willst es doch auch. Mehr tun die nicht. Ich dachte, die springen da richtig rein. Live-Musik ist wie frisches Obst und Gemüse, nee. Leute. Es ist um Meilen. Schade, ich dachte, die springen da wirklich richtig Dose rein oder sowas. Aber gut, dann so halt nicht. Dann springst du halt nicht rein. Das gehört zum gesunden Leben einfach dazu. So. Man kann nie zu viel des Guten haben. Dann, was machen wir als nächstes? Noch ein bisschen können wir hier hinmachen. Ich habe noch eine Idee. Wir werden mal noch diese Unterhaltungsautomaten ein bisschen erweitern. Spaß kann man nie genug haben. Hinweis: Ein Finger ist keine Zahnbürste. Wir haben ja eigentlich auch Kudosch-Punkte ordentlich, ne? Könnten wir ja auch hier ein bisschen noch was freischalten. Müssen wir überlegen. Müssen wir wirklich überlegen. Hier vorne können wir auch noch ein bisschen Spaß hinbringen. Machen wir. Setzen wir da noch was hin. Und ein paar Schränke. Ja, das können wir so lassen. Wo hier in der Mitte bin ich am überlegen, dass wir da eher eine Statue hinpacken. Wo das Herz auch ganz cool hier ist. Ja, komm. Wir setzen da das Herz hin. Wo ist es jetzt? Da. So. Wir sind ja der Campus der Liebe auch unter anderem. Also kann man das da auch immer machen. Das finde ich gut. Weiterbildungen laufen auch alle ganz hervorragend. Können wir uns dann überlegen, dass wir dann unsere Weiterbildung auch noch aufstocken in dem nächsten Jahr, wenn dann die Pause ist. So, was ist jetzt hier? Ist jetzt Stufe 5 und warum schaffen wir das hier nicht? Ich verstehe es nicht. Wir haben jetzt... Ah, hier fehlt auch noch. Heißt, wir müssten beim Naturclub noch was machen oder wie? Müssen wir die alle gleichzeitig haben, Stufe 5? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Manu, ihr verwirrt mich. Ich weiß nicht, was die von mir wollen und wie lange das hier noch dauert mit unserem Club der Stufe 5. Jasmine Odyssey. Event Plan. Natürlich soll sie kommen. Hausmeister im Vorlesungssaal benötigt. Könnt natürlich jetzt auch alles mit irgendwelchen Club-Dingern hier voll datschen. Werden wir wahrscheinlich nicht drum herum kommen, dass wir das machen müssen.
der von den Protesten. Auch wenn es mir nicht gefällt, aber wir müssen es machen. Für meinen Geschmack ging das alles viel zu friedlich zu. Klar, so eine gechillte Atmosphäre hat was für sich, aber manchmal muss man einfach jemandem ans Bein pinkeln. Hier könnten wir auch noch was entstellen. Haben Sie damals in der Schule die Kartoffelbrei-Dienstage gestrichen? Also habe ich meinen Hund, das Schulmaskottchen, als sein Revier markieren lassen. Alles hat ich hoffe, wir kriegen diese Aufgabe noch irgendwie hin. Momentan sehe ich das jetzt nicht so wirklich, dass wir da vorankommen und das nervt mich so ein bisschen. Das nervt mich wirklich. Ich weiß nicht, ob die damit meinen, dass wir die Mitgliederstufe 5 alle im selben Campus haben. Also, dass wir pro Club mindestens ein Stufe 5 Mitglied haben sollen, weil das haben wir nicht. Hier haben wir zum Beispiel nur ein, also Vera haben, wir haben beim andersrum, wir haben beim Buchclub haben wir einen auf jeden Fall. Beim Speedwalk Club haben wir einen auf jeden Fall. Beim Naturclub fehlt uns noch einer. Und beim Powernap Club haben wir auch einen. So. Das heißt, da sind wir noch nicht fertig. Aber das ist eine Möglichkeit, wie es eventuell gemeint ist mit der Lösung dieser Aufgabe. Was aber auch sein könnte, ist, dass wir halt, das würde wenigstens passen. Was aber auch möglich wäre, wäre halt diese Clubausstattung, dass die Stufe 5 sein soll. Also der Buchclub selber. Was aber nicht sein kann, weil das davon haben wir nicht, also wir haben 4 Clubs und nur der Buchclub ist Stufe 5. Und der Rest ist nämlich darunter. Stufe 3, Stufe 3, Stufe 4. Genau. Das ist das Thema. Und deswegen bin ich am Überlegen, eigentlich muss wirklich noch Sebastian Popper uns mal die Antwort geben, ob das wirklich der Fall ist. Ach, Mann, ist das alles doof mit diesen Clubs, ey. Ich hätte gern hier, dass wir außen noch ein bisschen bauen können. Wir gehen mal gucken. So, ich würde sagen, wir bauen uns jetzt hier nochmal diese Umarmungsbaums-Dingsbums da. Stellen wir die dann halt hier hin. Wir haben zwar hier oben welche, aber ich habe das Gefühl, wir brauchen davon mehr. Was halt das Problem ist, wir können die halt wirklich nur außen hinpacken. 4 bis 6, 7 bis 10. Eigentlich brauchen wir von dem Ding noch eins hier. Von dem Schrebergarten haben wir ja nur den einen hier hinten. Wir werden uns erstmal hier hinten noch das leere Grundstück besorgen. Und dann... Ich überlege, dass wir den Schrebergarten hier in der Mitte nochmal setzen. Das Studentenleben ist schon hart genug. Da können wir euch wenigstens jede Menge Geld geben. Mal überlegen, dass wir ihn ein bisschen höher setzen. Ja, so können wir das machen. Dann machen wir den so lang. Und hier drumherum setzen wir noch eine Linie. So. Hoffen wir mal, dass das jetzt für die Naturclub-Mitglieder noch ganz gut ist, weil wie gesagt, hier hinten haben wir einen Schrebergarten, hier und damit müssten wir dann eigentlich unsere Stufe 4 Leute hoffentlich noch ein bisschen erhöhen. Das wäre ganz gut. Wie gesagt, Sebastian Popper brauchen wir hier eigentlich nur noch. Hausmeister im Vorlesungssaal benötigt. Mann, ey. Wurmt mich das. Ja, war ein Pool mittendrin? Nicht euer Ernst. Ein Pool mittendrin, okay. Na gut, dann werden wir erstmal hier die Fläche ein bisschen ebnen und vor allen Dingen einfarbig machen. So, und hier drumherum gibt es aber
schob mal ein. Eine Umrandung gesucht. So, was ist hier? Geld sieht gut aus. Bin am Überlegen, dass wir. So, machen wir hier eine Umrandung noch. Eine Zweier-Umrandung, die finde ich ganz gut. So. Hier würde ich es lassen, weil wenn wir hier das Gebäude daneben, beziehungsweise den das Grundstück daneben noch kriegen. Ja, nee, lassen wir. Ich würde das gerne über eins laufen lassen. Und hier den Pool bin ich am Überlegen, dass wir den in der Mitte lassen. Also dann umringen. Das wäre vielleicht ganz nette Idee mit dem Gebäude. Ja, mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Da bin ich noch am Überlegen, wie wir das ganz gut integrieren. Ja, schade. Ich dachte wirklich, wir kriegen das eventuell noch hin. Aber der Naturclub, der lässt sich auf sich... Jetzt haben wir Sebastian Popper. Ich verstehe es nicht. Wie kriegen wir das? Die sind hier Stufe 5 alle. Was ist dein verdammtes Problem? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Die hier passen alle nicht. Und warum 3 von 4? Ich krieg's nicht hin. Also da muss ich nochmal schauen, warum das nicht so funktioniert, wie ich es mir das denke. Also ich habe keine Lösung dafür. Clubs der Stufe 5, ich würde jetzt sagen, dass halt die Stufe 5 halt sein sollen, die Clubs. Aber das passt ja nicht mit der Anzahl. Wir haben gerade mal den Buchclub, der Stufe 5 ist und alle anderen sind da drunter und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also wenn da jemand eine Lösung hatte, bitte gerne unten in den Kommentaren reinschreiben. Ich blick da gerade nicht durch bei der Quest, wie die das haben wollen. Ich hoffe einfach, dass wir das in der nächsten Folge irgendwann mal hinkriegen. Ich werde mich dazu nochmal belesen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, ich hoffe dennoch, dass es euch gefallen hat. Vergesst nicht abonnieren, kommentieren, liken und mit den Worten gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao!